Hallo, herzlich willkommen zurück zu meinem FIFA 12 Let's Play. Hier unten hatten wir es jetzt gerade noch eingeblendet gesehen, dass wir uns beim letzten Spiel mit einem 0:0 nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Wir haben viel zu viele Chancen ausgelassen gegen den Tabellen 8. aus Sonderjuske. Diesmal geht es jetzt gegen den Tabellenletzten, Koge. Das haben wir auch schon im Hinspiel nicht so gut aus. Wir haben, glaube ich, knapp gewonnen. 1:0 war es, glaube ich. Da haben wir uns auch nicht mit Ruhm bekleckert. Heute ist mal wieder Gutmachung angesagt. Wir spielen jetzt zu Hause. Wie gesagt, gegen den Tabellenletzten. Und da muss jetzt mehr gehen. Die haben zwei Verletzte. Unser etatmäßiger Innenverteidiger Cilinszek ist immer noch nicht aufgestellt. Der Trainer wird sich schon seinen Teil dabei denken. Naja. Ich weiß es nicht. Ah ja. Erfolglos wieder mal aufs Tor geschossen. Hauptsache ich treffe im Spiel. Na? Okay. Wieder mal regnet es anscheinend. Nicht, dass es unser Wetter wäre. Aber hoffen wir mal, dass die schönen Wetterfußballer aus Kugge ihr Problem haben mit dem Wetter. Ach, ja, Spielkommentar. Nein, gibt's leider nicht. Habe ich ausgeschaltet. Ihr müsst mit meinem Kommentar vorlieb nehmen. Okay, der Regen regnet. Seit wann ist es eigentlich so, dass der Gast stehen bleibt? Naja, wie auch immer. Wir gehen das Spiel jetzt an. Der Tabellenvierte ist Lüneburg EF gegen den Tabellenletzten Koge. So, unsere altbekannte Aufstellung. Holst im Sturm, davor noch Puri. Der Gegner spielt fast genauso. Auch ein 4-4-2. Heute die beiden Stimmen auf einer Linie. Okay. Okay. Entweder du läufst oder du passt. Du kannst, musst mal für eins entscheiden von beiden Sachen. Komm, spiel zu mir jetzt. Ja, und mein Hintermann lässt sich dann mal auf ein Duell ein. Komm, spiel den Ball zu mir. Schade. Aber fast wäre der Abpraller auch noch zu meinem Mitspieler gekommen. Ich hab's mal versucht, jetzt hier einfach mal aus relativ spitzen Winkel. Okay. Komm zu mir. Jawohl. Schieß mal! Ah, Mann, der war zu mittig aufs Tor. Da hat mir Holz auf jeden Fall schön den Weg frei gesperrt, sodass ich auch mal schießen konnte. Ja, da hat sich Pugel jetzt gerade hier verdrippelt. Warum mein Pass kam ja nicht dahin, wo er hinkommen sollte. So, war was da außen im Ball. Ja, mal schauen. Koge ist hoffentlich gut zu Recht Tabellenletzter. Was denn? Was denn? Hä? Was war denn das jetzt hier für eine Aktion? Ja, wahrscheinlich hat ein Stürmer vorher schon gepfiffen. Und ich habe dann das Vorteil kaputt gemacht. Naja, okay. Das war jetzt nicht meine Schuld. War. Ach, bin zu langsam. So Mist. Wenn du ein bisschen früher gepasst hättest, Kollege, ich hab dir gesagt, pass zu mir. Dann hätte ich vielleicht schießen können. Na gut, eine Viertelstunde gespielt. So ein Glanzding haben wir noch nicht rausgespielt. Eine 100%ige gab es noch nicht. Gerade eben waren wir auf jeden Fall schon mal nah dran.
Ball abgefangen. Und nach vorne. Ball. Ham geht immer nach vorne. Komm, spiel über die andere Seite, wenn es da drüben so voll ist. Ah, der war ein wenig zu lang, da war keiner. Ach, doch, da ist noch einer. Wurde noch gefährlich. Hier mein Flankenwechsel. Kam überraschenderweise noch zu einem Mitspieler, der den Ball direkt. Der war wirklich noch gefährlich, wenn der den Ball direkt annimmt, direkt abzieht. Dann wäre da wirklich mehr drin gewesen. So leider nicht. Schade, wenn man eine Sekunde den Ball noch länger gehabt, wäre ich in Position gelaufen. Nein, da wollte ich nicht hinspielen. Ist hoffentlich klar gewesen, ne? Mir schon, aber den Mitspieler, den. Ja, wir gewinnen auffällig früh den Ball immer. Jetzt! Schuss! Nein! Wieder vorbei! Mann, die letzten Spiele habe ich aus solchen Situationen immer getroffen. Aber seit dem letzten Spiel ist wirklich der Wurm drin. Ich treffe die Dinger nicht mehr. Irgendwas mache ich jetzt anders. Denn. Aber was? Ich weiß es nicht. Mann, die besten Chancen mache ich nicht rein. Der war aber schwach gespielt hier. Komm weiter, weiter nach vorne. Und über die andere Seite, über Puri. Spielt ihm die Hacke in die Mitte. Wollen den Schieß aufs. Nein! Ach, ich habe auf Schuss. Ich habe schon auf den Schussknopf gedrückt gehabt. Ja, der war zu kurz, aber immer noch gefährlich. Nochmal Eckball. Der war irgendwie zu kurz. Ah, leider gibt's Abschluss. Ah, ja. Was war das? Ich hab schon gedacht, ey, lass den Ball irgendwie so blöd durchklitschen. Na, körperlich 26, das hängt mal an. Ey, bunte Handschuhe. Oh, mal in den Lauf von Puri gespielt. Hm, aber leider kann er nichts draus machen. Okay, jetzt mal hier vielleicht. Ah, ich laufe hier ein bisschen planlos rum gerade. Flanke! Kopf, nein! Schade. Warum ist denn da keiner, der nachrückt? Ja, es setzt er sich da außen durch, der Stürmer. Und dann bringt den Ball dann in die Mitte rein. Jetzt habe ich schon gedacht, jetzt kriegen die ja mal eine Chance. Komm, lass ihn nicht nochmal aufs Tor schießen jetzt vor der Halbzeit. Was gibt's denn hier? 3 Minuten Nachspielzeit. Hey, und wo sollte dieser Pass hingehen, verdammte Axt? Ich hätte lieber den Ball zurückgeköpft zum Tormann. Sowas fehlt nämlich noch auf meiner Liste. Aber na gut. Halbzeit. Wir haben ein paar Chancen rausgespielt, aber sind wieder nicht zum Torerfolg gekommen. An was liegt's? An meiner schlechten Chancenauswertung? Vielleicht schon, aber es kann ja nicht sein, dass ich der Einzige bin, der hier aufs Tor schießt.
oder aufs Tor köpft. Ich meine, wir haben so viele andere Spieler. Und keiner schafft es da mal aufs Tor zu schießen. Aalborg gegen Brøndby nehmen sich die Punkte ab. Ist natürlich gut für uns. Aber, puh, ja. Bringt uns auch nicht viel, wenn wir unser Spiel nicht gewinnen. Wir müssen hier gewinnen. Und Sieg ist eigentlich Pflicht. Also gegen die Tabellenletzten nicht zu gewinnen. Das ist, ja. Da würde ich als Trainer gehörig auf den Tisch klopfen. So, jetzt machen wir ordentlich Pressing. Cool. Ach, jetzt hätte ich ihn fast. Wir müssen mal den. Ja, einen Ball abfangen, wollte ich gerade noch sagen. Ach, wir haben Ball vorbeigelaufen. Naja, warte. Hab ich noch. Mal eine schöne Flanke. Komm. Und ein Kopfball. Aufs Tor natürlich, der Kopfball. Ach, der ging natürlich nicht zu meinem Mitspieler. Was war das hier für ein Mist, der mich zusammen fabriziert hat? Mann, da ist ja wirklich der Wurm drin. Seit dem letzten Spiel treffe ich nichts mehr, bringe keinen Pass mehr zum Mitspieler. Das ist echt nicht schön. Vielleicht müssen wir Trainer mal ein Spiel Pause gönnen. Ey, Mann. Nicht mal solche Pässe kriege ich mehr an. Nix kommt da mehr beim Mitspieler an. So, jetzt habe ich mal den Ball hier. Läuft jemand mit? Nee, wa? Allein vom Tormann. Ach, der fault mich doch! Der haut mich doch um! Schiri, Mann! Der springt mir da immer einen Schuss rein. Wie soll ich denn da laufen? Mann! Ja, leck mich ja fett, hey. Frei vom Tor. Grätscht er mir von hinten rein. Ach du Penner, jetzt gibst du mir die gelbe Karte oder was? Fahr doch nach Hause. Mann. Ey, es darf doch echt nicht wahr sein. Ja. Hör ich mich auf, ey. Allein vom Tor. Kommt, greift an. 20 Minuten noch. Vorwärts geht's. Oh Mann. Der Rückpass war echt jetzt für den Arsch. Gell, Holz? Weißt du auch nicht selbst. Spiel den Ball! Wenn ich dir sag, spiel den Ball, dann spiel den Ball bitte. Mann, jetzt geht's hier aber echt langsam. Vielleicht sollte ich mir für die nächste Saison echt eine neue Mannschaft suchen. Hey. Bitte! Das ist schon so weit, dass ich mich nicht mal mehr freuen kann über so ein Tor. Ich will ja nicht nur 1-0 gewinnen, hey. Das wäre doch lächerlich. 77. Minute, hey. Das ist ja echt. Echt das letzte unser Spiel. Ich kann mich nur aufregen.
Wenn ich hier Captain wäre in der Mannschaft, ja, dann würden aber einige Spieler nicht mehr spielen. Ah, Mann, schon wieder. So, was geht denn jetzt ab hier? Na, den muss ich doch holen, Mann, den Ball. Wir schaffen es aber auch nicht, da einmal den Ball zu kriegen. Ey. Und dabei sind die doch relativ offen gerade. Die komm, geh, ab dafür. Ach, warum dreht er das wieder ab? Mann! Das ist natürlich keiner in der Mitte, doch! So ein kläglicher Schuss! Der kann ja den Ball noch annehmen und 2 Meter laufen! Jetzt Puri raus! Er hat schon viel zu viel Zeit vergeudet, der Trainer. Hätte er schon eher machen können. Jetzt, die letzten 5 Minuten bringt er nochmal einen neuen Stürmer. Das kann er auch echt jetzt stecken lassen. Fast. Komm, geht, greif an, Mann! Pedersen! Was warst du denn? Jetzt schieß. Ah, schieß! Da muss er. Wartet er auf eine Einladung zum Schießen? Ja, hey, ja, schon wieder viel früher. Was soll ich jetzt hinwerfen? Ja, natürlich, super, wenn sich da keiner anbietet. Ah, oh, ein Krackenspiel wie die 1-0 zu Ende. Ist ja echt nicht zu fassen, hey. Eine Lutschermannschaft. Ich meine, ich habe jetzt hier auch 500%ige Chancen gebraucht, bis er nicht mal einen drin hatte. Aber es kann nicht sein, dass ich der Einzige bin, der aufs Tor schießt. Echt. Das ist echt das Letzte. Der Gegner hat im ganzen Spiel keine einzige Torchance gehabt. Und wir gewinnen hier mit kläglichen 1-0. Weil wir es nicht geschafft haben, uns mehr Chancen rauszuspielen. Also mehr gute Chancen. Wir haben ein paar Chancen hatten wir. Aber hier sehen wir gerade noch ein paar in der Wiederholung. Das war jetzt das Tor hier. Nächstes Einschuss habe ich ins Tor reingebracht. Aber auch nur volles Pfund. Die anderen hat der Torhüter alle gehalten. Naja, gut. Aalborg und Brøndby nehmen sich die Punkte ab. Ist natürlich gut für uns. Mit einer 9,0 bin ich Spieler des Tages. Ja. Ich meine, ich habe auch die meisten Chancen gehabt im Spiel. Ich hätte mehr Tore machen müssen. Okay, jetzt sind wir wieder bei Platz 3. Gut. Meine Füße hat sich jetzt hier auch nochmal ein paar Punkte verbessert. Spieler des Tages geworden. Ja, super. Wie mich das weiterbringt, werden wir jetzt mal im nächsten Spiel sehen. Das nächste Spiel ist auf jeden Fall gegen Odense. Wird wieder ein bisschen schwieriger und wenn ich die letzten Spiele zurückblicke, würde ich sagen, dass die schwierigen Spiele auch immer unsere guten Spiele waren. Wo wir uns aufs Kontern verlassen konnten. Okay, da wollen wir mal schauen, was im nächsten Spiel geht. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.